Sie waren beste Freundinnen, unternahmen alles zusammen. Katie, die hübsche, schlanke, mit den langen, blonden, seidigen Haaren und den grünen Augen, die an eine Wildkatze erinnerten. Und Rose, die kleine, pummelige Brünette, die stets im Schatten ihrer Freundin stand. Jeder sah die beiden als die besten Freundinnen. Aber Rose hasste Katie. Der Neid auf dieses ach so perfekte Mädchen zerfraß sie geradezu. Alle Jungs interessierten sich nur für Katie, nie für Rose. Tag für Tag wurde der Hass stärker. Der Hass auf dieses wunderschöne, perfekte Mädchen. Wenn Katie kam, lächelte Rose, ließ sich nichts anmerken von ihren wahren Gefühlen. Niemals. Immer bloß lächeln. Katie lächelte zurück. Sie ahnte nichts von den hässlichen Gedanken ihrer Freundin, von ihren finsteren Plänen. Rose überlegte, plante, wie sie ihre Freundin, die perfekte Katie, loswerden konnte. Sie konnte an nichts anderes mehr denken, war besessen von dem Hass, dem furchtbaren Hass, der niemals erlöschen würde, solange Katie am Leben war. Sie wartete lange. Wochen. Monate. Bis zum Sommer. Der Sommer, in dem Rose und Katie zusammen in ein Feriencamp fuhren. Das hatten sie schon lange geplant. Katie freute sich. Sie war begeistert von der Vorstellung, 2 Wochen mit ihrer besten Freundin verbringen zu können. Rose freute sich ebenfalls. Aus einem einzigen Grund. In diesem Feriencamp würde sie endlich die Gelegenheit haben, Katie loszuwerden. Sie würde endlich Frieden finden und nicht länger von diesem furchtbaren Hass geplagt werden. Das Camp war wunderschön. Es lag an einem kristallklaren See, mitten im Wald. Perfekt für Roses Plan. Die Betreuer erzählten ihnen alles. Sie zeigten ihnen die Boote, mit denen man auf den See fahren konnte. Rose lächelte. Bald würde sie von all dem Hass befreit sein. Sie wartete, bis der Abend kam. Alle anderen saßen am Lagerfeuer. Außer Katie und Rose. Katie, kommst du mit zum See runter? Sie kam. Katie, wollen wir etwas auf den See hinausfahren? Sie nickte, lächelte dabei, konnte nicht ahnen, was passieren würde, was ihre beste Freundin vorhatte. Gemeinsam fuhren sie auf den See hinaus. Sieh nur, Katie! Ich glaube, da im Wasser war ein großer Fisch. Sie beugte sich über den Rand des Bootes, starrte ins Wasser, merkte nicht, dass ihre Freundin jetzt hinter ihr stand, mit einem psychotischen, wahnsinnigen Grinsen. Katie stürzte kopfüber ins Wasser. Sie versuchte aufzutauchen und zu atmen, aber jemand drückte sie nach unten. Rose. Rose, die jetzt anfing, wahnsinnig zu lachen. Endlich! Endlich stirbst du, du verdammte Bestie! Oh, wie ich dich hasse! Dich und dein perfektes Aussehen! Katies Gegenwehr erstarb. Rose lächelte. Endlich! Endlich war sie frei! All das ist nun 1 Jahr her. Rose ist nun glücklich. Ihr Leben ist so viel schöner ohne Katie. Der Hass ist endlich verschwunden. All der Neid. Sie hat jetzt einen Freund. Daniel. Früher war er Katies Freund. Aber Katie ist weg. Verschollen. So steht es in den Polizeiakten. Ihre Leiche wurde nicht gefunden. Sie liegt noch immer im See. Und Rose Leben ist perfekt. Sie
Sie macht jetzt Urlaub mit ihrem Freund, in dem sie ihre Freundin vor einem Jahr ertränkte. Es tut ihr gut, daran zu denken. Sie fühlt sich nicht schuldig. Sie geht mit ihrem Freund schwimmen, in dem See, in dem Katies Leiche liegt. Denkt nicht daran. Lacht, hat Spaß. Abends sitzen sie im Zelt, lieben sich. Aber Rose fühlt sich komisch. Sie entschuldigt sich, verlässt das Zelt, geht runter zum See. Sie will noch einmal den Ort sehen, an dem ihre Freundin ertrank. Der See liegt still da. Kein Wind weht. Und Rose lächelt wieder. Katie ist tot. Und alles ist perfekt. Sie geht zurück zum Zelt. Auf dem Weg ruft sie nach Daniel. Er antwortet nicht. Sie ruft weiter. Immer noch nichts. Ist er eingeschlafen? Sie hat jetzt das Zelt erreicht, öffnet den Reißverschluss und schiebt den Vorhang zur Seite. Daniel! Es ist stockdunkel im Zelt. Sie kann kaum etwas erkennen, aber sie riecht etwas. Etwas Metallisches. Ein Tropfen ist zu hören. Tropf, Tropf, Tropf. Ihre Hand berührt etwas Feuchtes, Warmes. Sie starrt darauf. Es ist rot. Es ist Blut. Geschockt reißt Rose die Augen auf. Jetzt sieht sie auch den Körper ihres Freundes. Weit aufgerissene Augen. Die Kehle durchgeschnitten. Tot. Rose schreit. Stolpert aus dem Zelt. Dreht sich um. Starrt in die grünen Katzenaugen von Katie. Es ist dasselbe Mädchen wie früher. Das gleiche, lange, blonde Haar. Das hübsche, perfekte Gesicht. Aber die Augen. Die Augen sind voll Hass. Rose starrt Katie an. Katie, die doch eigentlich tot ist. Ertrunken. Doch sie steht hier. Streckt die Arme nach Rose aus. In der einen Hand ein langes Messer. Und Rose schreit. Du bist tot! Tot! Wie kannst du hier sein? Katie antwortet mit hasserfüllter Stimme. Nein, ich lebe. Der Hass verhindert, dass ich sterbe. Der Hass auf dich. Warum hast du das getan? Du warst doch meine beste Freundin. Und du hast mich getötet. Aber jetzt bin ich dran. Jetzt werde ich dich töten. Sie geht auf ihre Freundin zu. Das scharfe, blutverschmierte Messer ist das Letzte, was Rose sieht.